Willkommen zurück zu einer weiteren Folge League of Legends. Ja, diese Folge entsteht gerade unmittelbar nach der letzten, die ihr gesehen habt. Mit Nasus auf der Toplane. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn es gerade so gut läuft mit den Ranked Matches, dann kannst du doch ein weiteres probieren. Wollte eigentlich mit Malphite auf die Toplane gehen, aber wenn man mal Malphite spielen will, dann pickt der Gegner Malphite. Danke sehr an das gegnerische Team, obwohl ich der zweite im Team war, in meinem Team, der seinen Champion auswählen konnte, konnte ich im Endeffekt doch nicht meinen Wunsch-Champion nehmen. Aha. Was machen die hier? Gut, ja, schauen wir uns mal kurz die Lane-Composition an. Nämlich haben wir auf der Botlane einen Draven, den wir unterstützen müssen. Im gegnerischen Team eine Vayne und einen Thresh. Darüber hinaus dann Shaco und Vi im Jungle, Vi genau wie im letzten Match. Ich weiß nicht, ob es derselbe Spieler ist, ich glaube nicht. Und darüber hinaus in der Mitte Fizz gegen Yasuo dürfte das dann sein. Und auf der Toplane Malphite gegen Olaf. Ja, was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Auf gut. Ja, gut, dann schauen wir einfach mal, wie es hier läuft. Was ist denn das für ein Symbol? Heißt es, dass er irgendwie Fizz gemeistert hat oder sowas? Gut, Draven, ein sehr, sehr starker ADC. Ich habe mal letztens ein Match, ich weiß nicht, ob ich es hochgeladen habe, Draven, gegen Draven gespielt als ADC. Das war krass. Also der hat einen mit zwei, drei Moves ausgekontert. So. Ein Hit abgesetzt, mehr schlecht als recht, aber das ist für die Kommunikation ganz wichtig, dass ich genau weiß, wann der Draven denn engagen möchte. Denn man kennt es vielleicht, man grabt jemanden und der gegnerische ADC, der eigene ADC, der wollte gar nicht, dass man denjenigen gerade grabbt. Und dann holt man nur eines raus, nämlich das ein Tod für das eigene Team. Und das ist nicht so gut und deswegen versuche ich hier so eine kleine Absprache mit dem Draven zu halten. Auch weil es hier ja um was geht. Es ist ja ein Ranked Match, es ist ja kein Ultimate Bravery oder so, wo man im Normal einfach abblödeln kann bis zum geht nicht mehr. So, aber auch ohne Absprache, sobald die Vayne in Turret-Reichweite gegrabt werden kann, werde ich es machen. Schade. Ja, da war der eine kleine Minion noch dazwischen. Ich hoffe immer, dass man so zwischen hier so eine kleine Lücke grabben kann. 8 Sekunden Cooldown noch auf dem Grab. Das ist immens lange. So, aber erstmal sollten wir vielleicht ein bisschen farmen. Ihr kennt es ja vielleicht, Draven, der spielt ein bisschen anderes Spiel, nämlich League of Draven. Jawoll! Und da kommt schon direkt auf die Vayne. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Nein! Ja, oder vielleicht doch. Sauber. Haben wir den unheimlich viel abgezogen gerade. Ja, und da hat die Vi jetzt, die hat gerade was geschrieben, gepinkt. Aber die Vayne, die hat jetzt ein paar Problemchen. So, komm schon. Hau ihn weg. Jawoll, First Blood für das Team erzielt. Ah, das läuft schon wieder super. Da freue ich mich jetzt schon auf das Match. Ja, und die Vayne, wenn die alleine jetzt da bleibt, dann könnte das für die auch gefährlich werden. Es könnte jederzeit ein Grab kommen, der sie trifft. Und das hätte er bereits schon sein können. Ja, es war knapp. Ja, aber es ist schön, weil letzte Woche habe ich, also im Laufe der Woche hatte ich nur Matches, in denen man am Ende frustriert da saß und sich dachte, okay, warum verlieren wir jetzt jedes Match? Und jetzt
Funktioniert ganz gut. Das ist etwas, was man, glaube ich, auch bei COD oder so kennt. Da zockt man ja auch, keine Ahnung, 3-4 Runden am Stück und gewinnt die erste, verliert 3 extrem hart und dann gewinnt man vielleicht auch die 5. Aber dann auch vielleicht so 15-0 oder so. Und dann denkt man sich auch, okay, was ist das bitte für ein Matchmaking-System? Manchmal kommst du mit Noobs zusammen und kannst die ganz leicht weghauen. Und manchmal spielst du halt gegen absolute, ja, Pros wäre jetzt vielleicht ein bisschen falsch, das zu sagen. Aber manchmal spielst du halt gegen Leute, die dich andererseits fertig machen können. Und ich war noch nie in einem Prestige in, ich war noch nie in einem Prestige bei Call of Duty zum Beispiel. Und da kommst du mit Leuten zusammen, die im 9. oder 10. Prestige schon sind. So, und hier grab ich jetzt einfach mal ein bisschen, nicht wahllos, aber ich grab auf jeden Fall ein bisschen, weil der Draven ja ohnehin volles Leben hat. Und insofern steht da kaum ein Verdacht zur Annahme, dass er hier bei einem Engage sterben könnte. Die Vayne hat ja unter der Hälfte des Lebens, unter die Hälfte des Lebens. Und mit einem Grab könnte das nochmal wesentlich weniger sein. Ja, komm. Ach, da habe ich den Kill geholt. Sorry. Bratapfelgranate. Okay. Ja, wobei, da könnte man auch sagen, Kill secured. Aber gut, 1300 Gold haben wir hier. Wow. Das ist geil. Das ist geil. Damit geht man gerne zurück. Ich habe nämlich auch, als wir vorhin zurückgehen wollten, überlegt, okay, könntest dein Support-Item ein bisschen ausbauen und erst dann zurückgehen. Denn da gibt es mehr Gold. So, und hier hätte ich mir vielleicht noch 2 Kekse mitnehmen sollen, aber gut, die brauchen wir auch nicht unbedingt. So, was ist denn der große Unterschied dann? Also Gold, ja, man sieht's, man kriegt hier 2 Gold alle 10 Sekunden, heißt alle 5 Sekunden 1 Gold. Und 4 Gold statt 3 Gold und das Doppelte nochmal an Leben, also 10 statt 5, die man dann zurückerhält. Ja. Deswegen, das Support-Item auf Level 2 das auszubauen, bringt's immer. Also recht früh das auch auf Level 2 auszubauen. Aber auf Level 3, da sollte man ein bisschen abwarten mit, wie ich finde. Das bringt einem dann in Teamfights einiges. Na, mal schauen. Nee, hier ist keiner, der den stealen könnte. Passt schon. So, und die Vayne, ja, die traut sich hier schon einiges zu. Ob das hier nicht zu gefährlich ist? Jawohl! Nein! Nein! Verdammt! Ich hätte noch eventuell einen Auto-Hit gemacht, hätte ich gewusst, dass die... hätte ich nicht gewusst... Nee, Moment. Hätte ich gewusst, dass sie die Lantern grabbt, so. Dann hätte ich einen Auto-Hit noch gemacht. Verdammt! Vielleicht wäre sie dadurch gestorben, vielleicht auch nicht, aber... Ja... Bam, und der Thresh. Oh Mann, 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 Mann. Schön. Schön. Oh Gott. Wie viele Kills hat der denn jetzt schon? 2-0-1. Das heißt, wir haben 3-0 steht die auf der Botlane. Ja, 3-0 stehen wir. So, okay, genug rumgeblödelt. Dann hauen wir ein bisschen den Turret. Hau den Turret. Was macht die Vayne jetzt schon wieder? Ja, die steht auch so schön. Ja, jetzt steht die hinter den Minions, aber die stand für einen Moment so, dass ich sie immer noch sehr gut grabben konnte. Und aktuell sollte sie sich nicht aus der Turret-Reichweite wagen. Nicht nur, weil der Supporter weg ist aktuell, sondern weil sie auch in Sachen Kills sehr weit zurückliegt. Kills, Farm, alles, oder? Farm, wie sieht's denn da aus? Draven 51... Vayne 45. Ja, okay, da steht sogar ausgeglichener als gedacht. Aber schön, dass dieser Grab hier funktioniert hat. Ich wusste nicht mal mehr genau, ob das funktioniert oder nicht. War einfach nur so ein Versuch. 8-2 liegen wir hier vorne. 9-2. Gerade eben stand es, glaube ich, 7-1. Ah, schade. Ich mag die Passive von Blitzcranks Ulti nicht. Der klaut dem ADC dann immer wieder Last Hits. Oder wenn man sie selbst nicht kriegt, ist ja noch schlimmer. Dann verlieren beide sie. Das ist immer wieder schade.
So, komm her, komm her, komm her, ja. Gute Position. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Das hat da nicht hingehauen. Na, was ist denn auf der Top-Lane alles los? Drei Leute top gleich. Sind einige der Gegner irgendwie AFK oder so? Das sieht noch nicht mal so aus. Also, wenn man sich die Tode anschaut, dann eher nicht. Der einzige, glaube ich, der positiv stand, steht jetzt nur noch ausgeglichen aus dem gegnerischen Team. Der Sheko hat auch als einziger die beiden Kills. Also, im Moment. Sieht sehr düster aus für die Gegner. Mich freut's. Muss ich schamlos sagen, mich freut das. So, hier grabben wir auch nochmal den Thresh. Kein Problem. Ah, der Kollege Draven verliert ein bisschen Leben, aber er ist seine ganzen Stacks losgeworden. Ja genau, ich wollte kurz was zu League of Draven erläutern. Ihr verliert, Draven kann ja seine Axt werfen, mit dem Q-Spell aktiviert er das und immer wenn er sie auffängt, sammelt er Stacks. Und diese Stacks sind halt so, der bekommt dann bei einem Kill, ich glaube nicht bei einem Assist, sondern nur bei einem Kill, bekommt er dann zusätzliches Gold. Ja, so will hier ganken, ja. Oh, oh, mit Sheko auch noch. Ah, ja, nur Yasuo wäre kein Problem gewesen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch... Da will ich die sogar trollen und wir kriegen trotzdem einen Kill. Ah, dammit. Nein, zu viel des Guten. Nein. Meine weiße Weste ist weg und auch die der Botlane. Oh Mann, das Spiel ist grandios. Das Spiel ist wirklich, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Oh Mann, und hier Toplane wird auch noch komplett durchgepusht gerade. Kann auch keiner dem Malphite aktuell zur Hilfe kommen. So, und Draven, ja, nochmal zurück zu den Stacks. Für jede gefangene Axt oder was auch immer der für Waffen hat, bekommt er ein Stack mehr und bekommt dann entsprechend mehr Gold für einen Kill. So, das sehen wir hier vielleicht gleich. 22. Na. Ja, passt. Ja, und jetzt hat er wieder einen. Und wenn er... Warum kann ich nicht mehr rauszoomen? Ist das das rausgezoomte jetzt? Oh, das kommt mir gerade irgendwie näher vor als davor. Okay. Ja, die Sache ist dann die, wenn er einen nicht einfängt, dann geht der Q-Spell auf Cooldown. Oder wenn er mal zu lange keinen hittet. Und ja, die Stacks gehen aber nicht weg. Keine Sorge, die Stacks bleiben... Und deswegen kann man als Draven sehr schnell sehr viel Gold haben. Und deswegen hat er zum Beispiel jetzt auch Infinity Edge. Und die gegnerische Vayne hat da drei lächerliche Items. Die kosten zusammen 1440. Da hat unser Draven Items schon im Wert von über 4000. So. Ah, die Draven, die Vayne. Da mit dem Hit, oh Mann. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ah, Fist nicht der... Achso, okay, ja. Ich dachte, der Turret würde den Fist fokussen. Okay, das ist so ein bisschen... Oh Gott. Das ist jetzt so ein bisschen eintönig, das Match. 6-0-1, 4-0-1. Free Drake, ich glaube, wir kriegen Free Inhibitor. Aber gehen wir auch mal zum Drake. Komm, ich tanke. Ja, okay, dann nicht. Dann tanken wir halt den Drake. Oder das macht die Vi. Ja gut, dann machen wir halt gar nichts. Dann hauen wir einfach nur mit dem E-Spell. Oh Mann, Fizz hat noch einen Kill bekommen. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt hat er aber 7-1-1. Da bin ich jetzt sehr enttäuscht von dir, Fizz, falls du das Video siehst. Dass du da gestorben bist. Nee, 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 nee. In diesem Team wird nicht gestorben.
Nee, es läuft aber schon fast besser als im letzten Match. Ja, obwohl im letzten Match lief es eigentlich nur gegen Ende nochmal sehr gut. Ah, dammit! Wenn ich jetzt Level 9 wäre, könnte ich mir mein Trinket erweitern. Zu der Oracle Lance statt der Sweeping Lance. Genug Geld hätte ich jetzt auch noch da. Dafür. Hui! Und der Draven hat aktuell schon 209 AD, gegnerische Vayne, 136, 1,03 Attack Speed. Oh, sorry. 1,01 vom Draven. Bisschen weniger Attack Speed, aber das ist... Ah, dammit. Im letzten Moment auch noch. Wow. Okay, das war cool. Das war cool, ja so. Props. Props an Yasuo. Ja, wir bräuchten mal einen Pink Ward gegen den Shaco. Lord Pink Ward. Ja, Lord Pink Ward ist ein kleiner Insider noch. da überlege ich mir, ob ich nicht eine League of Legends Webisode mache. Über Lord Pink Ward, was es genau sein wird und was es mit Lord Pink Ward auf sich hat, da lasst euch mal überraschen. Ich werde das irgendwann nochmal machen. Jetzt bald kommt ja die Klausurenphase in der Uni und deswegen fürs Erste noch nicht. Aber ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen, es wird kommen. Es wird unheimlich lustig. Ah, dammit. Ja, den hätten wir aber eh nicht gekriegt, glaube ich. Ja, jetzt hat der Fizz schon 2 Tote. Mann, das ist ja mal schwach. So, ich gehe auf die Top-Lane und verteidige die Lane ein bisschen. Vielleicht können wir ein bisschen Farm abgreifen. Wir wollen ja nicht nur Supporter sein. ...750 Gold bräuchten wir noch für... ...den Schild. Ah, Malphite traut sich auch schon nicht, ne? Wir sind so extrem autoritär, dass ich sogar... Laner nicht traut, gegen uns zu engagen. Okay, okay, okay. Bleib cool, Olaf. So, und die Sweeping Lance ist bis jetzt ganz schön... ja, untätig gewesen. Hat jetzt nicht so viel geschafft. So, komm, komm, kill ihn! Ja, schön. Ah, jei. Ja, das läuft prima. Ah, Fizz. Ah, zu greedy. Oh Mann, Mann, Mann. Raus hier. Nein! Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Damit sind wir jetzt auch das zweite Mal gestorben, aber weniger als Fizz. Ja, das stimmt schön positiv. Team hat einen Turm zerstört, Olaf auf der Toplane und Draven in der Mitte. 51 Stacks. Es wird easy. League of Draven. 218 AD, Yasuo mit 122, hat ein bisschen mehr noch Attack Speed, 0,1. Hat er da gerade ein Level-Up gehabt? Ich meinte, der hatte gerade 1,22. Ja, der Ward, den ich hier abgesetzt hatte. Ja, und Olaf stirbt recht häufig. 6 Mal. Oh Mann, das ist der einzige aus dem Team, der negativ steht. Mann, Mann, Mann. Das ist ja schlecht. Das ist ein richtiger Noob. Nee, Spaß beiseite. Aber könnte trotzdem etwas häufiger mit dem Team mitgehen. Und das war ein schlechter Grab eigentlich, aber da wäre der Shaco fast nochmal reingelaufen. Die Dings-Ulti. Come on, Yasuo. Och komm. Springt er direkt wieder raus. Will er nicht spielen mit uns?
Nein, weg hier. Ah, schlechter Grab. Sehr schlechter Grab. So, die Vayne schön nochmal rausgenommen. Und der Draven will irgendwie seit einer halben Stunde diese Vögel machen. Aber wir lassen ihn nicht. Ah. Nein, komm. Ja, wir überleben das noch. Das war knapp. Ja, sauber. Ah, komm, dann gehen wir auch direkt zum Malphite. Scheiß drauf, dass wir kurz vorm Sterben sind. Malphite ist es auch. So, Solo-Luftenkrabbler. Hey, wir machen sogar mehr Schaden als gedacht. Komm her. Nix ist hier mit weggehen. 1400 Gold, damit könnten wir unser Gold-Item fertig bauen. Damit könnten wir einen zusätzlichen Laufboost für unser Team, also für die Teammitglieder in der Umgebung, aktivieren. Ist ein sehr cooles Item. Oh, Shaco hier auf der Botlane. Aufgeben? Was? Ist das dein Ernst, Olaf? Ah, dammit! Der Grab landet nicht. Komm schon. Und warum fliegt mir gerade eine Mücke entgegen? Das ist so einer der Nachteile vom Sommer. Oh oh, oh oh. Interessante Malphite-Ulti. Gefällt mir gar nicht. Oh oh, Vorsicht, Vorsicht. Ah, okay, der Draven kann trotzdem clearen. Nein! Dammit! Okay, er soll hier ein bisschen farmen. Ja, komm. Bam! Und das war's. Easy. Easy, easy, easy. Ja, versuch nie einen Blitzcrank zu besiegen. Du wirst immer verlieren. Und ich denke, jetzt kann ich auch ein bisschen auf AP gehen. Ja, all mit. Da muss ich mir aber davor noch was holen. Stab des Erzengels ist auf Blitzcrank insofern sehr cool, dass ihr irgendwann, also zum einen habt ihr Mana-Regeneration, Moment, dann baue ich nochmal gerade das Item fertig. Zum einen habt ihr Mana-Regeneration, zum anderen habt ihr irgendwann sehr, sehr viel Mana, wenn ihr dieses Seraph's Embrace heißt es auf Englisch, Umarmung des Seraphen. Da habt ihr nämlich 1000 zusätzliches Mana, jetzt habt ihr, wenn ihr es fertig baut, erst 250. Aber das Gute ist, Blitzcrank hat ja eine Passive, nämlich sein Mana-Schild. Und wenn ihr das Mana-Schild habt, dann habt ihr so viel Leben nochmal zusätzlich wie 50% seines Manas. Und dann hätten wir jetzt 2000, durch das Item habe ich noch ein bisschen was dazu bekommen, 250. Sagen wir mal 2000. Hättet ihr nochmal 1000, ein 1000er-Schild. Ah, damn it, der ja so, ja, der. Das sind schöne, schöne Schilde. Gefällt mir gar nicht. Natürlich nicht. Oh, hier schön, da kriegt er die Vayne raus. Oh nein, die Ulti. Oh Mann, das war jetzt ein harter Engage. Nein, 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 nein. Ich hätte noch ein, zwei Spells zünden wollen. Dann wäre der Yasuo immerhin noch, hätte noch mehr Schaden gehabt. Ja, Olaf hier wieder auf der Toplane, aber trotzdem, wir haben 4 gegen 4 gekämpft und oder war der Dings noch dabei oder nicht? Auf jeden Fall
waren wir in diesem Engage sehr, sehr schwach. Das war eine sehr starke Combo hier mit Malphite. Und wir haben alle schön geklumpt gestanden. Ja, bei aller Euphorie muss man dann noch sagen, ja, das war jetzt scheiße. Milde gesagt. Blitzcrank on his way to duty. Kriegen wir ja so noch. Nein! Schon wieder mit seinem doofen Schild. Dabei waren wir so nah dran. Wie schnell reagiert der denn immer? Ja, nee, die Vayne ist weg. Aber wir könnten die Botlane ein bisschen zum Pushen bringen. Die Botlane, die ja in diesem Spiel so stark war. Na, 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 Blitzcrank. Bam. Ach komm. Wir bekommen nur 13 Gold, wenn man es mal umrechnet. Ich last hitte und ich lasse last hitten. Ja, okay, für den haben wir ein bisschen mehr bekommen. Schön. Ist ja der Unterschied zwischen Nahkampf-Minions und Fernkampf-Minions. Die im Nahkampf bringen ein bisschen mehr. So, drei weitere Last Hits. Und wir pushen die Lane weiter. Blitzcrank OP. So, auf geht's. Den Turret bekommen wir auf jeden Fall noch. Also wie steht's denn aktuell? 3 aus dem gegnerischen Team sind tot. Okay, das war jetzt ein bisschen besserer Engage scheinbar. Ja, ohne mich sind sie besser dran. Frei nach dem Motto. Na. So. Ja, so. Hier den Exhaust direkt gezündet. War eine kleine Überreaktion. Hätte ich gar nicht mal zünden müssen. So, auf dem Weg zum Drake ein bisschen warden. Und da sehen wir, Yasuo ist hinter uns her. Hat sein Schild jetzt schon gemacht. Das heißt, wenn hier jemand wäre, dann könnte ich hier den Yasuo grabben. Und dann könnten wir den Yasuo killen. Und das wäre geil. Das wäre sehr schön. Der ist Level 13. Wir sind fast Level 14. Das ist schon krass. So, auf geht's. Ja, sauber. Und er schmeißt die Laterne, der Thresh. Ja, okay, keiner interessiert sich für ihn. Gut, oh, hier Vayne, hallo. Ja, okay, damit hätte ich den Kill nur gestealt. Hab nicht mit so viel Schaden gerechnet seitens unseres Teams. Ja, ob der Teleport so clever war. Ja, war schon nicht schlecht. Ah, dammit! Komm her! Ich will doch nur spielen. Ja, okay, der Fist kriegt ihn. Ist mir auch recht. Ach komm, Yasuo. Er hat noch so viel Spaß bis jetzt. Jetzt macht er kein Double... Doch, ein Double Kill. Aber der Draven... Ich hätte eigentlich schon seit langer Zeit mit einem Full-Item-Build bei dem gerechnet. Olaf ist sogar der mit dem höchsten Level. Ja klar, weil er die ganze Zeit auf der Lane alleine chillt. Die ganze Zeit farmt und sonst nichts anderes macht. Ah, schade, die Vayne mit einem Kill. Ja, aber wir sollten das auf jeden Fall gewinnen. Wir haben doppelt so viele Kills. Ja, fast doppelt so viele.
Ja, und ich glaube, ich switch jetzt ein bisschen auf AP Blitzcrank. Nicht zu viel, nur ein bisschen. Och komm. Focus ja so, gar for tanks. Was heißt GA? Weiß das einer von euch? Falls ja, ab in die Comments damit. Ich habe nämlich keine Ahnung, was GA bedeutet. Ah, damn it! Damn it, damn it, damn it. Oh, hier ein Thresh. Na, weg hier. Schön. Double Kill Draven. Wäre ein guter Skin. Nee, Pentakill Draven dann schon. Olaf stirbt und schreibt hahaha. Warum? Warum freust du dich, wenn du stirbst? Bist du Masochist? 4-4-14. Ist irgendjemand aus dem gegnerischen Team? Ja, das sind viele noch am Leben. Oder viele wieder am Leben. I go back. Go home, Blitzcrank. You're drunk. Ja, wir hätten uns auch viel früher backporten können. Wollte aber die Sicherheit haben, dass wir hier bloß nicht dabei unterbrochen werden. Ne, holen wir uns ein bisschen AP. Na, obwohl Mana fürs Mana-Schild ist auch sinnvoll. Baron, not now. Okay, was der Jungler sagt, das wird dann in Hinsicht auf den Baron gemacht. Komm schon. Ne, ja, kriegen wir die Vi hier verteidigt? Ne, kriegen wir nicht. Okay, weg hier. Weg hier. Nein! Den Manfred hätte ich da fast nochmal bekommen. Jetzt Exhaust rein. Zack. Habe ich noch zwei Vögel mitgenommen. Ja, und den Grab habe ich nochmal aus Reflex gemacht, falls ich da noch einen, falls ich den nicht so schon gekillt hätte. Nein! Schon wieder sein scheiß Spell Shield! Und jetzt hat er dadurch auch Fizz gekillt. Schön mal was umgeworfen direkt. Den Kleber, der neben mir liegt. Ah! Ah! Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Weg hier! Rettet mich! Rettet mich! Ich habe aber gerade viel Schaden gemacht hier. Ah, schade. Ja, bin ich nicht weggekommen, da wäre Olaf jetzt noch da gewesen. Aber gut, ich denke, wenn man als Supporter negativ steht mit 4-5, dann passt es auch schon. Olaf mit 8-8-8. 3-4-16 Vi. Ja, da haben wir beide gute Support-Arbeit geleistet, haben zusammen insgesamt 33 Assists. Oh ja, so, da sollte man vorsichtig sein. Oh Mann, das meine ich. Oh, der Fizz springt noch raus. Schön. Wir haben den Baron gekriegt und jetzt... Oh Mann. Ja, Triple Kill. Oh Mann, das sieht finster aus. Ace, oder? Nee, kein Ace. Quadra Kill und jetzt noch der Penta, der Penta, der Penta. Komm schon! Jawohl! Pentakill Draven!
Sauber gemacht. GG. Hier alle mit dem Baron Buff, außer uns. Ich rüste ein bisschen noch meinen Farm auf, habe jetzt 66. Doppelt so viel wie der Thrash. Ja, aber der Yasuo mit Homeguards kann auch nicht viel machen. Ah! Schön. Hexerkill. Ach, goddammit. Der Yasuo muss immer ausweichen. Nein. Nein. Ey, immer werde ich da rausgefokust. Ja, Hauptsache der Draven hat überlebt. Wodurch hat denn der 40 AP? Das frage ich mich gerade wirklich. Und vor allem, weswegen? Hat er falsche Runen drin? Falsche Masteries? Oder hatte Draven, ich habe Draven nur einmal gespielt, einen Spell drinne, der mit AP scaled? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Aber wir haben Pentakill gesehen. Das ist schon zufriedenstellend genug. Soll ich jetzt versuchen, 1 gegen 1 gegen Malphite zu kämpfen? Ja, okay. Sowieso schon zu spät. GG. Ja, hat mir wieder sehr gut gefallen, das Match. Ich hätte sogar gedacht, dass wir das nach 20 Minuten gewinnen, nachdem es auf der Botlane so geil lief. Lief weiterhin geil, aber es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ganze 37 Minuten. Mann, Mann, Mann. Und in Silber 4 werden wir bald nochmal promoted zu Silber 3. Hoffentlich. Ja, S-. Da haben wir mit Blitzcrank diesmal sogar besser gespielt als mit... Nasus, genau. Ich wollte Nashorn sagen. Ja, klingt auch schon fast gleich. Ja gut, geiles Match. Da haben wir gut ausgeteilt. Haben sogar mehr Gold als die Vi. Das ist gut. Das ist zufriedenstellend. Auf jeden Fall. Und im gegnerischen Team hat da jemand... ja, wir haben fast so viel Gold wie Vayne. Fast so viel Gold wie Yasuo. Okay, das ist schon heftig. Ja, und mit dieser kurzen Betrachtung der ganzen Statistiken bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei League of Legends, wo es hoffentlich auch so gut läuft. Dann mache ich auch gerne weiter mit Ranked Matches. Und vielleicht klappt es ja noch was mit den höheren Silberligen und vielleicht auch mit einer Goldliga. Ja, und irgendwann bin ich Challenger. Klar, irgendwann... Nach 10.000 Spielstunden, wenn man sich genug reinhängt, dann schafft man es mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million wahrscheinlich in Challenger. Aber bis es soweit ist, bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein und schaltet auch beim nächsten Mal bei League of Legends ein. Bis denne.